So, wo sind wir stehen geblieben? Uns hat der nette Assisa, oder wie er heißt, den Auftrag erteilt, dass wir irgendwelche Codes uns zulegen sollen, beziehungsweise Codes besorgen sollen. Und ich habe mich jetzt übrigens von den anderen Folgen erholt. Es geht mir jetzt wieder etwas emotional besser. Mein Nervenkostüm ist wieder ge geheilt. Ja. Ich habe wieder ein bisschen geguckt, wie es ungefähr weitergeht. Und wir müssen jetzt erstmal wieder zurück. Und ich höre schon wieder diesen komischen Stier, Sphinx-Stier oder was das ist für ein Vieh. So. Erstmal hier runterlassen kurz. Ich glaube, müssen wir da lang, ne? Was haben wir hier? Öpp. Guck mal, der kann es nicht erwarten, uns hier zu sehen, ne? Und ich höre ihn schon wieder da. Na, mein Freund, was los? Wow. Ja, ist ja gut, wa? Ist doch gut langsam. Ist doch gut. Wir kriegen das doch geregelt, mein Freund, wa? Und schon wieder geht die Musik los. Die habe ich nicht vermisst. Juhu. Ich bin ja, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal mit dem Motorrad irgendwie in die Richtung. Aber da waren wir falsch. Da sollten wir doch nicht hin. Es war nämlich hier. Da. Da kommen wir nämlich in ein neues Gebiet. So. Die mysteriöse Musik ertönt wieder. Wir sind nämlich jetzt in dem Level die Gräben. Die Lichtützi-Munition. Hier ist nichts weiter, ne? So, mal gucken, wie weit ich komme, ob ich gut vorankomme. Wir schauen mal. Ba-ba-ba-ba. Nix. Oh, die Stadt ist so verlassen, ne? Was? Alter. Moment mal, habe ich keine. Entschuldigung. Sorry, du spielst im falschen Team. So. Alter, what? What? Da wird gleich schon wieder scharf auf uns geschossen hier. Ein großes Medipack und noch mehr Uzi-Muni. Ich wollte doch eigentlich die Uzis haben, verdammt. Da sind sie. Ja, ist doch gut, Mensch. Also. Mann, nee. Fahren wirklich scharfe Geschütze auf, ne? Buchstäblich. So, okay. Ach, guck mal. Ist dir einfach an. Habe ich den Laser noch? Ja. Boom! Hab dich glatt gemacht, du blödes Viech. So, die Gräben, sind das Schützengräben oder was ist das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. So, das nehmen wir nochmal kurz mit hier, die Revolver-Muni. Ich speichere hier an jeder Ecke, ne? Es tut mir leid. Holst dich fest. Lassen wir uns einmal hier runter. Was haben wir denn hier Feines jetzt? Ach Gott. Ach du meine Güte. Schott de Frontor. So, hier können wir das. Hier können wir wieder einsacken, die Munition. Ich glaube, das ist scharfe Munition. Ach, er hat ein Medipack hinterlassen. Vielen Dank, sehr großzügig, der Herr. Danke. Hier kann ich, glaube ich, rauf, ne? Okay.
Ich spiele mit fiesen Waffen, aber ciao. Das tut mir leid. Das, naja, gut, aber auch wieder nicht. Kann ich mich hier hochlassen? Ja, ne? Nee. Aua. Wieso kann ich den nicht treffen? Eigentlich muss das doch gehen. Mein Freund, mein Freund, mein Guter. Hallo? Also, wieso geht das nicht? So, das ist irgendwie Giftgas oder was, oder? Wow. Okay. Ganz vorsichtig, Lara, ganz vorsichtig. So. Heieiei, Heidewitzka. Oh. Das war ein Jeep, wa? Oh. Okay. Na, ich bin auch, ziemlich dämlich, ne? Ich stelle mich sehr tollpatschig gerade an. Das war's. So, neuer Versuch. Ja, das geht besser, ne? So. Da liegen die Codes. Da liegen sie. Okay. Code Key. Codeschlüssel. Das ist gut. Komme ich hier weiter? Das sieht nicht so danach aus. Okay. Mal kurz abwarten. Alter. In der Ruhe liegt die Kraft, ne? Puh. Was haben wir denn da jetzt? Waffencode-Schlüssel. Okay, na gut. Ich glaube hier, ja, hier müssen wir uns ranhangeln. Gut, let's go. Geheimnisvolle Musik. KK. Ha! Alter! Du blödes Ding! Wehe, du schießt! Wehe! Alter, kommt der hier um die Ecke gescheisert? Da will ich hin. Moment. Ah. Komm her. Lass mir die Päcke haben. Nur so komme ich durchs Spiel. So. Uah, Hilfe. Hier ist nichts. Okay. Und da... Oh Gott, da liegt auch ein toter Sarge und ein Jeep. Ich höre schon wieder Schritte. Alter! Du Vogel! Lass mich doch einfach meine Arbeit machen. Ich möchte doch nur meinen Auftrag erfüllen. Meine Güte nochmal. So. Brechstange. Wir können hier nämlich dieses hervorschimmernde Ding. Ich habe keine Ahnung, was ist das? Ist das ein Schlauch oder was? Druck. Ach, Druckventil. Ich verstehe. Okay. Ein Druckventil haben wir jetzt. Okay. Oha. Au. Scheinkleister. Alter. Nee. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, du. Ich wollte doch hier einfach hin, verdammt.
Mann! Das blöde Vieh. Das blöde. Das will ich kalt machen. Komm her. Und da hört man wieder die endlosen Schreie der Lara Croft. Wehe, du schießt jetzt, wenn ich zurück will. Wehe. Lass das. So, ich hoffe, das ist jetzt richtig. Okay. Okay. Wir müssen jetzt wieder, glaube ich, zurück oder wohin? Ja, hier kamen wir wieder. Hier kamen wir her, meine ich. Okay. Wird mal hier kurz auf dem neuen Speicherpunkt speichern. Wie ging es jetzt nochmal weiter? Verdammt. Hier geht's nicht weiter, ne? Hier rutsche ich, glaube ich, nur runter, oder? Ja. Okay. Ich werde mal kurz nachgucken müssen. Okay, also wir haben ja das Druckventil und wir haben den Spezialbenzinkanister. Und das können wir jetzt nämlich hier mit dem Druckventil kombinieren. Und dann haben wir nämlich einen verteilten Spezialbenzin. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder zum Motorrad. Das ist ja nicht mehr so weit. Und dann werden wir das gleich... Ey! Frau! Na, was? Ach Gott, Frau, ich möchte doch bitte das benutzen. Nein. Ich möchte das benutzen. Danke. So, jetzt können wir loslegen. Immer rebellisch, diese Frau. So. Wir fahren einmal kurz zurück. Das wird eine Spritzpartie hier, du. Schon auf Spritz. Entschuldigung. Aua! Geh weg, halt die Klappe da hinten. So. So, okay. Eieieiei. So. Wow, aua. Okay. So, Oh, wir müssen dem Weg folgen, ne? Weg folgen. Uah! Alter. Ja, sorry. Warum? Wieso schaffen die das auf Anhieb und ich nicht? Was soll das? Ich nicht verstehen diese. Okay, mit Sprinten. Das heißt, das ist wie beim Mobil von Tomb Raider 3, wo man mit dem Quad sprinten muss, damit man über höhere und weitere Abgründe kommt. So. Gut. Es liegt hier irgendwas rum? Nee. Okay, wir klettern hier einmal kurz rauf. Aber die Säule ist nämlich... Natürlich ist die Säule im Weg, verdammt. So. Da will ich nämlich rauf eigentlich. Verdammter Mist. Okay, vorsichtig.
Unverschämtheit. Okay. Warum mache ich immer so komische Geräusche? Ich fühle einfach mit dem Spiel mit. Und Revolver-Muni. Ich glaube, das war jetzt ein Secret, oder? Diese ganzen Soundeffekte bei Secrets, das nehme ich schon gar nicht mehr wahr. Gut. So, okay. Ich glaube, jetzt können wir auch wieder zurück. Jetzt müssen wir... Ey, wie machen wir das denn? Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Touren hin und her hier rausschneide oder ob ich das drin lasse. Herrlich. Alter. Ist das herrlich, ey. Wie komme ich denn jetzt da wieder raus? Kann mir das einer sagen? So. Nein! Dang it. Oh, herrlich. Oh, Alter. Ja, ist doch gut, Kollege. Ist doch in Ordnung. Nervt ihr mich ja auch schon wieder. Glaube ich, hier müssen wir da. Hier sind wir durchgekommen. So, halt. Falsche Richtung. Falsch. Falsch. So. Das ist... Oh Gott. Das, ja. Oh. Okay. We did it. Das muss unbedingt ins Best-of. Ich höre schon wieder Schritte. Ulun Mushi Teil 2, ne? Okay. Alter! What do you want from me? Sorry, dude. Hinterlässt er mir was? Nee. Was ist das? Ein Automat? Okay. Hier sind noch alle Türen zu, ne? Okay. Okay, okay, okay. Diese... Sind das Rauchmelder? Oder Feuermelder da an der Decke? Das wir müssen irgendwie Feuer machen, ne? Hoa! Ich bin eiskalt, du. Ach so, hier, guck mal. Ich glaube, kann man die kaputt machen, die Dinger? Nee. Aber, guck an, hier liegt eine Fackel. Siehst du? Habe ich doch gewusst, dass wir irgendwie Feuer machen müssen.
Genial. Jetzt müssen wir bloß wissen, wo wir Feuer herbekommen. Okay. Feuer, ich brauche Feuer. Ich brauche Feuer. Alter! Jetzt ist aber auch mal gut, du schießwütiger Typ. Jetzt reicht's langsam. Jetzt muss ich ein Machtwort sprechen. So. Ich höre Feuer. Hallo? Warum ist die Tür nicht auf? Hallo? Ah, man muss sie einfach auftreten. Ich verstehe. Danke, Spiel. Ja, man muss einfach mal ausprobieren in diesem Spiel. Da gibt es ja viele neue Features, die mir noch unbekannt sind. Alter! Mann! Soll denn das immer? Ich bin zwar eine starke Frau, aber ich habe ein schwaches Herz. So, ich brauche Feuer. Gib mir Feuer. So. Okay. Aua, nicht gegen die Tür laufen. So. Dann wollen wir mal ein bisschen den Laden aufmischen, wa, Lara? Ah. So, danke, Fackel, du hast mir gut gedient. Ah, da ist ein Hebel. Gut, okay. Dann werden wir den erstmal umlegen kurz. Warum habe ich so komische Linien immer auf dem Bildschirm? Habt ihr die auch gerade gesehen? Was war das? Okay. Wo kam das jetzt her? Hallo. Kam das hier raus? Nee. Ich bin verwirrt. Aha. Okay. Okay. Gut, ich verstehe. Aber da können wir ja noch nicht hin, ne? Holy moly. Aber die Kiste sieht so aus. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Gib mir, gib mir, gib mir. Ich probiere jetzt einfach mal alle Kisten hier zu zerstören. Mal gucken, was da bei rumkommt. Okay. Halt, hier ist noch eine. Und da unten ist noch eine. Ha, Muni! Gib mir die Muni! Muni für die Muni! Halt! So, das Schloss, das sieht doch so aus, dass man das aufmachen kann. Nein? Ah, okay. Puh. Ein Schlüssel. Was ist das für ein Schlüssel? Dachbodenschlüssel? Okay. Und wo fügen wir den ein? Ich habe schon hier eine halbe Stunde voll.
Mann, das ist aber auch. Zeit vergeht, wenn man Spaß hat, ne? Hey. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich glaube, ich weiß es. Ah, das weiß ich, glaube ich, noch. Kollege Schnürschuh ist da auch noch. Ah, ba, 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 ba. Genau. Genau. Ich muss mal kurz was gucken, ob ich da runterrutsche oder nicht. Ja, tue ich. Verdammt. Komme ich denn da? Nee. Fragen über Fragen. Okay, wartet mal einen Moment. Okay, ich glaube, ich mache jetzt bald wieder einen Aufnahmestopp, weil die Folge ist jetzt gut gefüllt worden, glaube ich. Wir müssen jetzt wieder zurück zum Level die Gräben. Einmal scharf die Kurve. Und auf geht's. Okay, Freunde, ich glaube, ich steige hier einmal vom Motorrad. Und dann verabschiede ich mich erstmal jetzt für diese Folge und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Ciao.